Hallöchen da draußen, herzlich willkommen zurück zur Apokalypse. Apokalypse, aka Apo, apropos. Wir haben hier mal zwischendurch nochmal das bisschen Dingens eingesammelt. Uup. Mit Dingens meinen wir natürlich das Eisen. Und ja. Hat scheinbar keinen Zweck. Wir kriegen die Workbench hier nicht in Gange. Wenn doch, schreit jetzt auf. Okay. Ich habe keine Ahnung. Also, ich wollte euch ja eigentlich für die Hordennacht einen schönen Mining-Helm bauen. Sorry. Alternativ habe ich euch natürlich... Wir haben hier doch nur kühlende Sachen. Alternativ wollte ich irgendwas sagen. Ja, ich wollte einfach für die Hordennacht, dass ihr was seht. Also, ja, laufen wir jetzt einfach mal zurück. Gucken mal, vielleicht finden wir ja doch nochmal spontan eine Tanke oder sowas in der Stadt, wo wir dann doch noch bisschen so eine Workbench finden sollten, die dann vielleicht auch intakt ist, um uns so ein Ding zu bauen. Bin auch so leicht verwirrt heute. Merkt man natürlich auch an meinem ganzen Hin- und Her-Gespringe in meinen Wörtern. Ich muss heute viele Aufnahmen durchziehen, denn ich fahre in Urlaub. Die Factorio-Zuschauer könnten es wissen. Ich weiß gar nicht, ob ich es da schon angekündigt habe. Aber ich glaube, die erfahren erst später. Ja, ich fahre in Urlaub und dafür muss ich jetzt einfach mal ein bisschen vorproduzieren. Ist halt leider so. Ihr dürft mir trotzdem gerne Kommentare schreiben, gerne und viel, denn Tipps werde ich auch weiterhin entgegennehmen, und zwar dankend. Lootglück ist nicht so. Wo laufe ich eigentlich hin? Total aus den Augen verloren, wo es hingeht. Und ich hätte auch beschwören können, ich hätte einen Airdrop-Marker gesetzt. Wundert mich, dass der Airdrop von der letzten Folge jetzt eigentlich nirgendwo angezeigt wird. Ah, nun gut. Dem ist dann halt so. Leider. Können wir, ja, wir können noch was essen. Dann machen wir das doch mal so. Athletics. Sehr gut, sehr gut. Und da vorne kommt schon wieder das freundlichere Biom. Sagt sie. Ja, nebenbei habe ich mal fliegende Steine. Okay. Fliegende Steine. Das muss man doch nochmal ein Foto würdigen. Kann man das irgendwo... So sieht man es. Ganz gut. Sehr interessant. Fliegende Steine. Oh, guck mal, da ist gerade wer aufgestanden. Guten Morgen, Herr Nachbar. Schöner Tag heute, oder? Ja. Sehe ich auch so. Bau eine Workbench. Das möglichst zeitnah. Denn wir müssen uns noch Horden fertig machen. Höp, 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 höp.
Schauen wir mal. Also es gibt viele neue Häuser. Das da zum Beispiel kenne ich noch gar nicht. Sieht sehr hübsch aus. Haben die Herr und Frau Pimps sehr, sehr attraktiv gestaltet. Allerdings gehe ich mal davon aus, dass ich dennoch dort keine Workbench finden werde. Da ist das gute alte Poolhaus. Oh, mir wurde auch noch empfohlen, weiter in Fernkampf zu gehen. Gerade für Neuanfänger bzw. Kacknoobs wie mich ist wohl der Nahkampf eher als fortgeschrittenen zu sehen. Oh, da gab es gerade Teile für die Nailgun, wenn ich das richtig gesehen habe. Was ist das hier für ein geiles Haus? Auch cool. Ah ja, sehr schön. Dann. Oh, was denn damit? So viel. Oh, haben wir auch nicht was eingesammelt hier. Die können wir scrappen. Ich habe aber. Hoch. Habe aber gehört, dass wir die Empty Cans lieber nicht scrappen sollten. Oh, das Gewitter geht schon los. Das ist. Gut, scrappen wir das jetzt doch schnell. Na komm, da schauen wir jetzt mal schnell rein. Achso. Ist da eine Workbench? Bist du eine Workbench? Nein, es ist eine Tür. Schade. Schade, schade. Naja, war ein Versuch wert. Da oben ist wohl Stadtteil Nummer 2. Da könnten wir dann auch nochmal hingucken. Oh, hier hinten ist noch ein Spielplatz drin. Auch interessant. Autsch. Da ist gerade wieder jemanden aus dem Boden erwacht. Hechel mich nicht so an, Fräulein. Das ist nicht mehr zum Looten, das Auto. Und ich soll in der Hocke bleiben, denn gibt es nämlich noch den Sneaky Damage. Gut, das brauche ich nicht. Ich würde da ganz gerne nochmal hier ans Auto gehen. Wäre super, wenn du mich in Ruhe lassen könntest. Da ist mir Kupfer lieber. Das Gewitter ist bei strahlend blauem Himmel natürlich genial. Also es kommt super. Gut gemacht, Fun Pimps. Sehr gut. Gut nachgedacht. Danke dafür. So. Hier würde ich dann ganz gerne auch noch mal dicht machen. Hüpf. So, sortieren wir noch mal alles aus, was wir nicht brauchen. Taschenlampe da rein. Essen, weiß ich gar nicht, haben wir die Eier? Ach so, da. Trinken nehmen wir mit rüber. Das kann weg. Kravums. Tee? Was ist mit Tee? Essen haben wir genug. Dann. Das Holz behalten wir, der Stoff kann weg, das Gras kann weg. Dann haben wir hier noch Steine, die nehmen wir mal wieder mit. Obwohl, wir haben eh kein Holz. Wir haben eh kein Holz, dann kann das auch weg.
Dann geht's weiter zu dem Metall. Das kann weg, das kann weg. Pfeilspitzen sind nicht Metall. Hier haben wir noch Brett. Brett. Dann kommt das doch dahin. Was haben wir da? Nailgun Parts, sehr cool. Geld für Dingens kommt hier rein. Papier, oh, sehr unorganisiert hier. Was sagt die Uhr? Weiß ich jetzt nicht. Das bleibt hier, das bleibt hier. Duct Tape. Ja doch, kann auch da bleiben. Das brauche ich nicht. Kleber. Weiß nicht, ob wir das hier drin hatten. Die Schaufel lassen wir auch hier. Die brauche ich bestimmt auch nicht. Das weiß man nie. Den würde ich gerne reparieren. Kann ich nicht, weil mir Scrap Iron fehlt wahrscheinlich. Das wir hier haben. Sehr gut. Haben wir hier noch irgendwas, was wir loswerden wollen? Des Plastikzeugs, die leeren Gläser. Und dann sollten wir es eigentlich haben. Dann haben wir es 21 Uhr. Dann latschen wir mal rüber. Ja, und hier werden wir unsere Horde verbringen. Die erste Horde wird ja wohl nicht so wild sein, dass wir hier irgendwie was, ne? Und überhaupt, hier haben wir alles verbarrikadiert. Sehr schön. Oh. Entschuldigung. 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 Vor 10 bitte. Vor 10 bitte. Alter, wären das jetzt mal eben wieder Hordler geworden, ne? Da hätte ich ja geschrien. Das wäre lustig geworden. Das wäre richtig lustig geworden. So. Bisschen Blei, aha. Rain. So, unten kann bleiben, was sie wollen. Ist mir egal. Dann stellen wir uns hier mal hin und machen noch mal schnell ein Foto. Zack. Zack. Ching. Sehr schön. Und der macht es tick-tack, tick-tack, Freunde. Gleich geht's los. Der wird eigentlich auch gleich feral, ne? Ja, wieder treffsicher. Oh, sagt mir. Von wo kommt ihr? Von wo wollt ihr kommen? Da nichts. Da nichts.
Hallo? Hallo? Wollt ihr zu mir, oder? Hallo? Wollt ihr zu mir? Oh, ich sehe fast gar nichts. Also, ich werde mal für euch hier mal ein bisschen hochdrehen. Sonst werdet ihr hier, glaube ich, überhaupt nichts mehr erkennen können. Aber irgendwie fehlt mir meine Horde. Hallo? Ist da jemand? Wollt ihr nicht mal zu mir kommen? Warum steht denn ihr da hinten jetzt nur so? Hat das irgendwo Gründe? Hallo? Und warum hältst du 500 Schüsse aus? Ich würde ja auch aufstehen oder Licht machen oder so, dass ihr mich seht, aber ihr seid ja blind geworden. Sag mal, kann doch nicht. Kann doch jetzt nicht euer Ernst sein, dass hier einfach nur so ein paar Hansels blind am Ende der anderen Straße rumstehen. Und ich jetzt warten muss, dass ich aus Versehen mal gesehen werde. Also so habe ich mir keine Hordennacht vorgestellt. Das war mal anders. Ist der da gerade gespawnt? Warum sehen die mich denn nicht? Der Himmel ist nach wie vor hübsch, aber. Hallo? Kann ich hier irgendwie mit der Fackel wedeln? Hallo? Weiß nicht, ob ich das schon erwähnt habe, aber bei Wakecry heute. In der Folge wurde erwähnt, Hüpfen erhöht die Heatmap. Ist zwar minimal, aber es ist wohl wirklich so. Gehören die beiden da hinten jetzt zu mir? Hallo? Treffe ich soweit gar nicht? Treffe immer vorher in den Zaun, ne? Da kann ich nicht durchschießen. Seid ihr da für mich? Sorry, aber runtergehen möchte ich ja jetzt eigentlich auch nicht, ne? Also. Wohl gebrochenen Fuß habe ich auch nicht mehr, also.
Was ist denn, wenn die mich einmal sehen? Irgendwas ist doch hier kaputt. Irgendwas ist hier kaputt gegangen. Habe ich aus Versehen den God-Mode angemacht? Moment. Nee. Wo ist meine Axt? Gib mir mal eine. God-Mode ist aus. Hä? Das ist jetzt äußerst bedauerlich. Habe ich jetzt durch den Umzug. Habe ich jetzt wirklich durch den Umzug die Horde kaputt gemacht? War die nicht hier irgendwo? Hier so ein Dicker. Hallo? Kannst du mich sehen? Das ist nicht richtig. Das sollte alles anders sein. Das finde ich jetzt nicht lustig. Da freue ich mich auf meine erste Hordennacht und dann sowas. Ja. Schade. Freunde, wenn es hier sowieso so spannend zugeht, würde ich sagen, können wir auch die Folge hier beenden und gucken, dass wir eventuell nächste Folge weitermachen. Tut mir äußerst leid. Ich habe keine Ahnung, was hier passiert ist. Das sollte auf jeden Fall nicht so laufen. Aber in 2 Stunden ist ja auch alles schon wieder vorbei. Falls ihr wisst, was hier passiert sein könnte, schreibt mir doch bitte, bitte, bitte in die Kommentare, dass ich das denn eventuell zur nächsten Hordennacht mal berücksichtigen kann. Ja, also, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.